Mit tosenden Säbelrasseln stürmen Banditen heran. Die ewige finden ja. Banditen? Keine Ahnung. Haben wir schon mal gegen Banditen gekämpft? Ach, die Typen. Das ist aber das gleiche, bloß mit anderer Rüstung. Watch your backs. Ich glaube, Evan ist verflucht. Oh, okay. Oh, die haben Magier dabei. Aber es ist ein bisschen komisch, dass Banditen Magier haben. Wenn sie jetzt Ausgestoßene wären, würde ich es ja verstehen, aber das sind einfach nur verdammt normale Banditen. Oh ja, wir haben unsere eigene Magierarmee. Sind das dann wirklich noch Banditen oder sind das nicht eigentlich eine fast schon ein eigenes König? Jetzt habe ich wieder das Problem, dass er ewig nicht aufstehen will. Ui! Oh. Und trotzdem absolut Weicheier hier. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich nicht meine Errungenschaft dafür gekriegt habe, dass ich das ganze, jetzt will er nicht aufstehen, das ganze Spiel auf Profi durchgespielt habe. Fand ich schon den Doom und Destiny ein bisschen blöd. Habe ich wirklich unnötig durchgequält, andererseits. Ich spiele fast alles auf maximale, also ich spiele sehr vieles auf maximale Schwierigkeit. Ja, die haben wir jetzt auch relativ schnell hinweggefegt. Ah, der Boss wird wahrscheinlich übel. Puppen. Ach, okay. Abtraum auf die Puppen pflanzen durchs Kolosseum und die großen Begleiter tanzen mit. Ja, die Albtraumpuppen sind schon übel. Das ist ein Kommandant und noch was Stärkeres dabei. Und die Kommandanten können ja zusätzlich noch rufen. Oh. Oh, trotzdem gehen die schnell kaputt. Jetzt geht auch kein Mensch mehr durch. Viele Kommandanten hier aber. Also ja, wie bei der deutschen Bundeswehr, wo es haufenweise Offiziere gibt und kaum Mannschafter und Unteroffiziere. Auch eine Kacke. Geht er nicht kaputt hier? Ja doch, er ist kaputt. Oh, die halten aber schon so viel aus.
Mag die Kommandanten überhaupt nicht. Ach, das sind große Kommandanten quasi. Ich habe mich schon gewundert, ich habe eben so gigantischen Aufgaben. Hier sieht doch kein Mensch mehr durch. Ich schlage einfach nur noch wild um mich. Oh, voll daneben. Die kleinen Kommandanten bekämpfe ich halt lieber, aber die großen tun auch ihren Zweck. Was hier alles abgeht. Ich lieg nur noch am Boden und werd getreten. Die bilden den Stiefelkreis. Auch abzuwehren. Könnte sein, dass es weniger wird. Könnte aber auch sein, dass ich mich einfach nur irre. Level up! Ah, doch, das scheint die letzten zu sein. Oh, ich glaube, das war's. Okay, das war jetzt doch leichter. Ja. Bin mal gespannt, was als nächstes kommt wieder. Feenblut. Oh, das klingt doch nett. Feenblut klingt doch ganz nett. Flaschefee, Flimmerfee, Tropfefee, Pustefee, Lunafee, Glitzerfee, Feuromental, Wassermental. Die kann ich mich nicht mehr erinnern. Valeria. Geheime Fiebel. Feen zu verkloppen macht eigentlich immer Spaß. Einmutige Feen und ihre großen Begleiter. Feen klatschen, Feen klatschen. Ich könnte uns mal alle ein bisschen Mineralwasser geben. Schade, glaube ich, nicht noch mehr Angriff zu haben, dann geht es vielleicht noch schneller. Welches Level? Oh, ich hätte vielleicht mal gucken sollen, Level. Oh. Ah, ihre großen Begleiter, ich verstehe. Moment, spring. Schieß sie weg! Ey, er hat sich gesprungen. Alle weg exekutiert, aber
Erst habe ich gebrannt, doch dann bekam ich von einer netten Fee eine Abkühlung. Mit der Frau kann man, mit dieser Fee kann man doch bestimmt einiges anstellen. Da gibt es eine Menge Feenpulver. Was habt ihr denn gedacht, was ich damit meine? Blute! Es hätte wahrscheinlich eher Nachtfalter, riesige. Keiner mag riesige Nachtfalter. Gut. Alle erwischt. Wenn wir aufhören, da Typen zu spawnen, das geht mir auf den Keks. Oh, das war ein schlimmer Schaden. Aus allen Versuchen sind sie immer noch Loser. Ihr seid eine Loser-Fee. Hey, die Zeit läuft noch. Während ihrer Sterbeanimation läuft die Zeit immer noch. Bin mal gespannt. Das letzte wird auf jeden Fall eine Riesenfee. Grazil tänzen und springen sie durch die Nacht. Im Kolosseum gibt es für sie kein Entkommen. Noch mehr Feen? Ah, ein Nachtdimental. Oh ja, das ist echt fies für sie. Grazil tänzen, das sieht eher aus, als ob die schwul sind oder pinkeln müssen. Warte, ich hasse die Viecher. Die geben so gut Prismen, aber ansonsten sind sie einfach nur nervig. Ich sag nur, da muss ich abzufacken. Die machen kaum Schaden, selbst wenn die ein hohes Level über die sind. Die sind einfach nur da, um zu nerven. Wo? Perfekt. Jetzt. Seid ihr fällig? Ach komm, du blödes Vieh. Mann, hör auf wegzulaufen. Drecksviecher. Die kosten mich halt jetzt unnötig Zeit und bringen nicht mal viel. Wenn sie wenigstens so dazu bringen könnte,
ein quasi Anzug. Ah, oh, komm. Das ist wirklich nur da, um Zeit zu schinden, glaube ich. Guck mal, ob ihr einen erwischen könnt. Da brauchst du auch echt schnelle Angriffe. Du musst die ja möglichst schnell ausschalten. Ah, wie viel kommt denn noch? Okay, in dieser Arena werde ich nicht leveln, das weiß ich. Die anderen Gegner gehen wenigstens auf dich los, aber die hier hauen halt einfach nur ab. Man will die eigentlich auch gar nicht umbringen, weil man das Gefühl hat, dass es einfach nur ein Mord ist, wie wenn du einen kleinen Schneehasen einfach erwürgst, obwohl du ihn gar nicht essen willst. Wenn du ihn allerdings essen willst, wäre das legitim. Sie wird dich verzaubern, sie wird dich verleiten. Und auch das Gefolge der Großvieh stellt sich dazu. Oder gesellt sich dazu, ich habe nicht richtig gelesen wahrscheinlich. Das war äußerst nervig, das ist so eine Riesenfee. Ja, genau die, die wir in den Abwasserkanälen damals gefunden haben. Ich glaube, sie hat es geschafft. Oh, die ist über uns. Ui, ich wollte eigentlich gerade ausweichen. Da habe ich verkackt. Spring! Ich dachte, das hält ihr auf. Kannst du schießen? Ah, das konnte die auch defensiv ansetzen. Ja, schrei. Was ist das da? Ui, Magie funktioniert gut auf sie, wie ich finde. Die ist trotzdem kein Gegner für uns. Der Angriffsmuster ist einfach nur schlecht. Ja, ich war zu langsam. Oh, komisch. Du wirkst auf mich, als magst du es von hinten. Keine Ahnung, warum es dir gerade nicht gefallen hat. Na los. Ui, stimmt, das konnte die auch noch. Na warte, ich reiße die Flügel Stück für Stück aus.
Das hier war sehr effizient. Nuffi, sie könnt mir helfen. Gut, dass ich ihm gerade geholfen habe. Auch sein Zweck erfüllt. Schlag doch auf sie ein, Evan, du Idiot. Oh Mist. Will ich nicht mal Hilfe rufen? Boah, das war richtig rein. Oh, ich hab gepokert, hat nicht getroffen, dass ich. Oh, konnte ich nicht mehr machen, weil er noch in der Animation war. Die macht doch gar nicht mehr ihre Angriffe, oder? Die verhält sich gerade massiv defensiv. Geht manchmal nicht mehr. Aber ins Gesicht geschossen. Möchte gern Stiefel. Ja, lief doch gar nicht mal schlecht. Das war jetzt. Das sind aber auch irgendwie Gegner, die man relativ leicht besiegen kann. Windtunnel gefällt mir jetzt schon mal nicht vom Namen. Magie aus der Britz, Max Puste, Fee Kreblicht, Elchmeere, Blitztrauge, Rahmenschwarzer Albtraum. Und wieder noch 15 Minuten Zeit. Die könnten jetzt aber auch schon alle über meinem Level sein, aber trotzdem, die Anfangsgegner besiegt man halt noch relativ einfach. In Reihe und Glied stehen die Krieger, im Windeseile versammelt, ewig Wind. Ja. Ich glaube, da brauche ich eher. Wie lange haben wir noch? Eine Minute, okay. Vielleicht muss ich danach neues einsetzen, nach dem Kampf. Ah, und Wasser auch. Schöne Kombi. Oh, das war die Springtaste. Ach, so ein Vieh da hinten auch. Schießen wir erstmal ein paar lieben Tierchen und irgendwelchen Feen ins Gesicht. Ja.
Dann lauft er nicht rum, dann passiert auf solchen Fall nicht. Ich fühle mich wie diese Typen, die nicht bewaffnet sind in dem Film Gamer. Und dann einfach mal so von den anderen Spielern erschossen werden. Einfach so aus Spaß an der Freude. Na, geht doch. Komm schon her, du blödes Vieh. Nein! Ach, schieß doch die da oben! Ja, mach weiterhin, was du willst. Ey! Was ist das? Eher wieder ein ewiges Rumgerenner als alles andere. Aber wir kommen levelmäßig saugut vorwärts. In dieser Arena hier. Dann in Hufen. Seht die beste Castle Verderben im Kolosseum. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Elchmeere ist. Ich habe mir nämlich nicht gemerkt, was für Gegner wir haben. Wir sind schon fast weit genug, diese besessene Monster zu töten, was vor dem Labyrinth lauert. Ich eher eine Blitzmeere als alles andere. Das Ding ruft garantiert keine Verstärkung. Thank you.
Jetzt habe ich dich. Alle draufschlagen, ununterbrochen auf die hier draufschlagen. Ah. Da war noch. Okay, wird zusammengeschlagen nach allen Möglichkeiten, die wir haben. Spring! Ach, das Vieh konnte sich heilen! Ach, verflucht, ich dachte... Ich wusste nicht, dass ich das heilen konnte. Okay, dann brauche ich ja gar nicht weggehen. Ich dachte, das Vieh macht so einen Todesangriff. Oh ja, gibt's der Luft. Die hat dir böses, böses angetan. Ich möchte nicht, dass du Verstärkung rufst. Ich will nicht, dass du dich heilst. Mich merken sie fast. Okay, ich nehme mal... Das darf auf keinen Fall sich heilen nochmal, weil die Heilung halt, weil wir gegen, vor allem weil wir auf Zeit spielen, doppelt kacke ist. Weiter auf das Vieh einschlagen. Was war denn das für ein Schuss? Das war's für ihn. Oh, wir haben noch einen Kampf vor uns. Den muss ich jetzt in 4 Minuten, ach nee, in 6 Minuten, in 5,5 Minuten schaffen. Wenn das nochmal ein stärkerer ist, dann... Dass das Vieh sich geheilt hat, habe ich echt Zeit verloren. Ich habe es zwar jetzt echt zusammengeschlagen, aber trotzdem... Der Schattenalbtraum auf der Flügel, verdammt das Korsair, wenn die stürmischen Schwert das Böse naht.